So, Freunde, ich weiß nicht, ob ich dieses Video irgendwie irgendwas benenne, ob es überhaupt ein Video wird, aber ich gehe jetzt hier mal einen Burger testen in Prenzlberg, Berlin. Kennt ihr Berlin, Prenzlberg? Nee, wenn nicht, für die außerhalb, Prenzlberg ist irgendwo in Berlin. Yeah, angekommen in Wedding. Sind wir auf dem Weg gerade zu einem der besten Dönerläden anscheinend. Mal schauen, ob ihr den kennt. Klar kennt er den. Der ist schon in etlichen Videos gewesen, natürlich. Deswegen mal gucken, wo wir jetzt gleich ankommen, ne? Wisst ihr Bescheid. So, Freunde. Am 4. Geil. Angekommen jetzt hier bei Pamphia. Wir haben jetzt uns hier einen normalen Teller geholt, von dem alle reden. Sei es ein Eli, sei es ein Arda, sei es ein Abuboko. Alle reden hier, alle wollen hier hin. Auch ein Holle, Big Baba. So, Freunde, wir wollen mal sehen, wie so ein normaler Teller schmeckt. Mal gucken. Also, mal schauen. So, wir warten jetzt, wie gesagt, hier auf den normalen Teller. Angekommen in Wedding. Dementsprechend ist hier auch viel Action. Es geht hier ab. Die Menschen leben. Also, ja, die Menschen leben, na klar, mit, na klar. So, und dementsprechend, gleich geht's los. Den Ayran haben wir schon bekommen, aus dem selbstgezapften. Sieht schon saftig aus. Okay, jetzt hier gerade on-cam sieht's ein bisschen weird aus. Aber das wird schmackhaft. Sehr smooth, sehr smooth. Sehr gut. So, das Essen ist angekommen. Saftiger normalen Teller mit Beilagen, dazu das Brot. Jetzt wird sich gegessen. So, wir machen uns hier die Soße drauf. Dann wird sich hier nochmal schön was von den Beilagen genommen. Und rüber gehen wir dann. Jetzt mal schön Tomate, Evanio wird es mögen. Dazu noch einen Schluck Beilagen. Die Tasche wird vorbereitet hier, let's go. Und jetzt noch hier noch eine saftige Zwiebel. Oh, der junge Mann gönnt sich hier richtig, Alter. Der hat sich gegönnt hier eine Zwiebel. Da kannst du danach deinen Atem zu Hause sagen, wo warst du, Schatz? Ich war beim Döner essen. Weißt du? So gesagt. Oh, der macht sich hier, der macht sich hier. Guck mal hier, guck mal. Ja, klar, so Zwiebeln drauf. So, die Qualität hat sich auf einmal geändert vom Bild. Interessant. Jetzt kommt hier das Goldstück. Ab in die Futterlupe. Seele, hier guckt euch diese Tasche an. Saftig, maftig, knaftig. Normanteller. Boah, Freunde, der Normanteller ist schon geil. Der sieht schon saftig aus und schmeckt auch saftig. Schon eine Nummer für sich. Kostet 19,99 glaube ich, also 20. Hast du eine Ayran drin? Hast einen Teller Fleisch, drei Beilagen, einen weiteren Teller. Dazu noch die Soßen und zweimal schön dieses arabische Brot. Easy going, Alter. Und ohne Witz, dieses Ding hier, diese Pepperoni, die ist hardcore, Alter. Die hat es in sich. Das wird jetzt was so tun. Sag ich damit. Digga, Ayran muss danach. Boah. Aber gut, geht klar. Freunde, man isst ja auch wie ein normales Gefühl, oder? Man reißt alles zusammen, man nimmt sich das hier rein, packt das in die Täschchen. Ist schon saftig. Angekommen beim letzten Täschchen. Boah, der hat sich schon gelohnt, ohne Witz. Ja, gut. Hier ist das gute Stück Tomatenteller. 19,50, aber ultra geil. Freunde, wie war's mit Pamphia? Ultra geil. Der Tomatenteller war gut. Und jetzt geht's weiter. Läuft man hier so ein bisschen in Wedding und rum, dann entdeckt man hier sowas. Das sieht so crazy aus, ne? Als ob das einfach so rauf editiert wurde. Aber ja, geil. So, nach ein bisschen Laufen und alles, Verdauungsbrock. Haben wir uns gedacht, ganz ehrlich, irgendwie ist man noch nicht satt hier, ne?
Da gehen wir jetzt rum und gehen noch zu Ed Dünyasi in einem Döner holen. Mal gucken, wie der schmeckt. Ed Dünyasi. Boah, Alter, der Spieß sieht ja richtig geil aus. So, angekommen bei Ed Dünyasi. Hat man sich hier einen saftigen reinen Döner. Mit dem krassen Fleisch, wirklich. Sieht schon heftig aus. Der freut sich der Gaumen. Hier, schon fast vergessen, hier wieder was aufzunehmen. Also ich muss sagen, Ed Dünyasi ist auch schon sehr, sehr geil. Wirklich, Leute. Unglaublich. Unglaublich ist nicht, weil du kannst es ja dir kaufen, also es ist glaublich. Aber schon geil. Ja, Freunde, Ed Dünyasi ist vorbei. War ein geiles Döner-Sandwich-Produkt. Oder? Kann man schon sagen, ne? Ja, geil. Ja, war gut. So, falls ihr euch fragt, wer neben mir ist, ist immer noch ein Mysterium. Ja, Verdauungsspaziergang. Richtung S-Bahn geht's jetzt. Und dann holen wir noch einen dritten Spot rein, haben wir gesagt. Mal schauen, was das wird. Was wird? Was reimt sich auf Sola? Ahmed trinkt ganz viel Cola. So, mittlerweile ist es schon dunkel. Wir sind hier im 10. Bezirk. Szenebezirk Prenzlberg. Hier ist Action, Alter. Hier lebt die Stadt. Ja, Leute. Dritter Spot hier, ne? Weiß er. Was meinst du, wie wird's? Ich hoffe, gut, ne? Ja, okay. Jetzt nochmal ein Burger zum Abding. Sieht vielversprechend aus. Deswegen, wir gucken nochmal. Geiles Ingenieur hier auf jeden Fall. Alles in Rot, All-In heißt es. Ich mich hier frage, wie arbeiten, also die Mitarbeiter arbeiten hier wahrscheinlich alle on point, weil Rot ist ja auch aggressiver Ton eigentlich. Und dementsprechend kannst du gut werden. Preise sind schon stabil, oder? Also. So, die Burger sind da. Warte, das Licht. Das sieht schon saftig aus, Alter. Sehr saftig. Puh, Junge, ein Double Cheese oder nee, Twin Cheese hieß er. So, Freunde. Wir sind am Ende. Wir sind voll gegessen. Und jetzt kommt das Uber. Wir fahren nicht mehr Bahn. Einfach keinen Bock mehr zu laufen. Also, das war so ein Mix-Video, einfach so ein erstes Projekt, bisschen Foodtour, bisschen Day of Achi. Ja, easy going, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Ciao. So, nochmal ein Schlusswort hier. Also, wir sind jetzt eigentlich hier nicht groß irgendwie so testen gegangen oder sowas. Ich halte mal lieber so, weil von unten ist ja hier doppelt. Und ja, einfach nur just for fun, Burger essen. So, Freunde, nochmal ein letztes Schlusswort hier. Es war ein geiler Tag, einfach unterwegs, Kumpels unter sich, schön was essen. Und am Ende dachte ich mir, ich nehme euch einfach mal mit. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und wenn ihr Bock habt, dann unterstützt mich mit einem Like und gegebenenfalls ein Abo. Aber ja, nimmt es nicht zu krass in die Mangel. Wie gesagt, erstes Mal so ein Projekt, einfach mal ein bisschen unterwegs sein und alles. Und es war anders als ein Stadion. Ich hab's mit diesem scharfen S-Laut. Es war was anderes als mit einem Stadion-Vlog. Andererseits, ja, ich hab einfach Bock, worauf ich das will. Es ist spät, ich kann nicht reden. Jungs und Mädels und alle anderen, gute Nacht. Euer Mittiestag.